Hallo, in diesem Video geht es um zwei Dinge. Im ersten Teil des Videos lernen wir den Begriff der Quersumme kennen. Und wenn wir dann wissen, was man unter einer Quersumme versteht, dann können wir uns dem zweiten Teil zuwenden. Dort lernen wir die Teilbarkeitsregeln für die Zahlen 3 und 9 kennen. Das heißt, wir lernen, wann ist eine Zahl durch 3 teilbar und wann ist eine Zahl durch 9 teilbar. Gut, dann fangen wir erstmal mit dem ersten Teil an. Ich erkläre euch jetzt mal an der Tafel, was man unter der Quersumme einer Zahl versteht. Ja, als Beispiel nehmen wir mal die Zahl 83.964. So. Und wir wissen ja, jede Zahl besteht aus Ziffern, ne? Genauso wie jedes Wort, zum Beispiel das Wort Mathematik, aus einzelnen Buchstaben besteht. Also jedes Wort besteht aus Buchstaben und genauso bestehen die Zahlen aus einzelnen Ziffern. Ja, die Ziffern heißen hier bei der Zahl 83.964 8, 3, 9, 6. Und 4. Na, das sind die Ziffern 8, 3, 9, 6, 4, aus denen diese Zahl hier besteht. So. Und wenn man jetzt diese einzelnen Ziffern addiert, dann bekommt man eine Zahl raus und die nennt sich Quersumme. Na, das Ergebnis ist hier 8 plus 3 sind 11, plus 9 sind 20, plus 6 sind 26, plus 4 sind 30. Und das ist dann die Zahl 30, das ist dann die Quersumme. Ich schreibe es mal oben drüber. So, das ist die Quersumme. Gut. Ja, was kann man mit dieser Quersumme machen? Die brauchen wir für Teilbarkeitsbeweise. Und zwar für die Teilbarkeitsbeweise, für die Teilbarkeit durch 3 und für die Teilbarkeit durch 9. Na, fangen wir mal an mit der ersten Regel. Da gibt es also eine Regel für die Teilbarkeit durch 3, die sagt uns, wann eine Zahl durch 3 teilbar ist. Und die lautet folgendermaßen: Wenn die Quersumme einer Zahl durch 3 teilbar ist, dann ist auch die ganze Zahl durch 3 teilbar. Nehmen wir ruhig mal das Beispiel von hier oben, also die Zahl 83.964. Und wir wollen jetzt überlegen, ob die durch 3 teilbar ist oder nicht. Na? Die ist durch 3 teilbar, denn wir haben ja hier die Quersumme gebildet. Da kam die 30 raus. Ja, und weil die 30 durch 3 teilbar ist, na, 30 ist ja durch 3 teilbar, da kommt 10 raus. Weil diese 30 durch 3 teilbar ist, ist auch die ganze Zahl durch 3 teilbar. Ja, das könnte man ja auf so Anhieb nicht sehen. Also ich sehe nicht auf Anhieb, ob 83.964 durch 3 teilbar ist, aber weil ich eben weiß, die Quersumme ist 30 und 30 ist durch 3 teilbar, das sehe ich ja. 30 durch 3 gibt 10. Deshalb weiß ich, dass auch 83.964 durch 3 teilbar ist. Ja, ich kann hier nochmal hinschreiben, was da rauskommt. Da kommt raus 27.988 und da bleibt also wirklich kein Rest übrig. Ja, so eine ähnliche Regel gibt es auch für die Teilbarkeit durch die Zahl 9. Nehmen wir mal als Beispiel die Zahl 7776 und wir fragen uns, ist die durch 9 teilbar? Ja, und da gibt es also wie gesagt eine Regel, die heißt, wenn die Quersumme einer Zahl durch 9 teilbar ist, dann ist auch die gesamte Zahl durch 9 teilbar. Gut, wir müssen also wieder die Quersumme bilden. Wir addieren dazu wieder die einzelnen Ziffern. Also wir rechnen 7 plus 7 plus 7 plus 6 und das ergibt 7 plus 7 plus 7 plus 6, das ergibt 27. Die Quersumme ist also 27. Ich schreibe es mal dahinter. Quersumme ist das. So. Ist 27 durch 9 teilbar? Ja, da kommt 3 raus, also 27 ist durch 9 teilbar. Und weil die Quersumme durch 9 teilbar ist, ist auch die ganze Zahl durch 9 teilbar. Das heißt, bei dieser Division hier wird kein Rest bleiben. Ich kann ja noch mal eben hinterschreiben, was da rauskommt. Dann nehme ich mal eben den Taschenrechner. 7776 durch 9 ergibt 864.
und da bleibt wirklich kein Rest. Ja, damit sind wir am Ende des Videos und ich verabschiede mich. Bis bald.